Man kann die Finanzkrise und die Verschuldungskrise sicherlich nicht getrennt betrachten. Also das eine hat seine Wurzeln im anderen. Die Regierungen haben, glaube ich, schon nicht die grundlegenden, wesentlichen Schlüsse gezogen aus der globalen Finanzkrise. Sie sind immer noch dabei, ein Feuer nach dem anderen zu löschen, mehr oder weniger kompetent. Aber sie denken nicht darüber nach, wie wir endlich im Bereich Feuerprävention vorwärts kommen könnten. Um zu einer nachhaltigen Lösung zu kommen in dem Bereich, muss man einfach mal einen Schritt zurücktreten und sich die Entstehung der Krise, die Vorgeschichte und so weiter mal nüchtern anschauen. In der Zwischenzeit scheinen ja wirklich alle zu glauben, sogar die Politik selber schon zu glauben, dass es irgendwie das verantwortungslose Ausgabeverhalten der Staaten war, dass es Konstruktionsfehler gibt im Euro-Projekt und so weiter und dass man hier überall nachbessern müsse. Zwischen 2000 und 2007, das war das letzte Jahr vor der Finanzkrise, sind die Verschuldungsquoten in fast allen europäischen Staaten gesunken, also vor allem auch in den jetzigen Problemländern. Und das hat sich dann alles geändert nach 2007, als die Finanzkrise ausgebrochen ist. Das heißt also, es waren nicht verantwortungslose Regierungen, es war auch nicht der Euro, sondern es waren die Notwendigkeiten, die sie ergeben haben aus der Finanzkrise, aus den Schäden und den Risiken, die die Finanzkrise uns auf den Tisch gelegt hat. Das ist letzten Endes eigentlich die Ursache für die heutige Verschuldungskrise in Europa. Die Finanzmärkte sind heute nicht mehr im Kern für ihre zentrale Aufgabe da, Kapital an die produktivste Stelle zu lenken, sondern es geht bei den Finanzmärkten um andere Dinge, nämlich Kapital eigentlich oder Vermögen umzuverteilen, anderen abzujagen. Es gibt eine interessante Äußerung von Greenspan, der in einem Interview während der Finanzkrise mal gesagt hat, wir haben 100 der besten jungen Mathematiker beim Federal Reserve System. Keiner von denen hat die Derivate verstanden, die vor und während der Finanzkrise gehandelt worden sind. Wenn er das schon sagt, dann muss das natürlich noch in viel größerem Maße für die normalen Bankkunden gelten, die offensichtlich dann mit solchen Finanzinstrumenten völlig überfordert sind und über den Tisch gezogen werden. Also hier müssen Regierungen sicherlich eingreifen und diesen Wildwuchs beschneiden, das Finanzsystem wieder zurückschrumpfen lassen auf seinen wichtigen, nützlichen Kern. Wir wollten ja mit unserer Studie diese ganze zum Teil sehr emotionale Diskussion über Ratingagenturen, die sich da jetzt entwickelt hat seit Beginn der Finanzkrise, ein bisschen versachlichen. Und wir sind zu zwei Hauptergebnissen gekommen, die relativ robust sind auch. Also das erste Ergebnis, das lautet, die Ratingagenturen haben die europäischen PIX-Staaten, Portugal, Irland, Griechenland und Spanien, viel zu harsch beurteilt. Sie haben sie viel weiter heruntergestuft, als das aufgrund der objektiven volkswirtschaftlichen Daten, also Verschuldungsquote, Staatsdefizit, Wirtschaftswachstum und so weiter, notwendig gewesen wäre. Das heißt, das erste Ergebnis. Das zweite Ergebnis war dann, dass Ratings immer voll in die Zinssätze reingehen, die Staaten für ihre Kreditaufnahme, für die aufgenommenen Kredite bezahlen müssen. Und zwar unabhängig davon, ob man das Rating eben nachvollziehen kann aufgrund objektiver Daten oder ob es willkürlich erscheint. Und das birgt natürlich dann einerseits das Risiko, dass man versehentlich einen Staat, der eigentlich finanziell gesund war, in Richtung Ruin treibt. Oder es birgt natürlich auch den Anreiz zu Missbräuchen. Ja, dass man also diese Ratings, dass man an diesen Ratings dreht, um sich letzten Endes finanziell zu bereichern. Also dass der Markt so undifferenziert eigentlich reagiert auf Ratingveränderungen, dafür gibt es meiner Meinung nach drei Gründe. Der erste ist eigentlich ein technischer Grund. Regierungen verlangen von Banken beispielsweise, dass sie, wenn sich das Risiko bestimmter Anlagen, die sie haben in ihrem Portfolio, verändert, dass sie dann beispielsweise beim Eigenkapital nachschieben müssen. Der zweite Grund liegt darin, dass auf diesem Markt zu wenig Wettbewerb herrscht. Es gibt ja quasi ein Oligopol. Wir haben also drei große Agenturen, die über 90% des Markts unter sich aufteilen. Das dritte Argument ist sowas wie, ich würde es nennen, Kompetenzillusion. Also Ratingagenturen haben sich ja ein bisschen
einen Ruf erarbeitet und jetzt gehen Sie in ein eigentlich neues Geschäftsfeld hinein, wo die Arbeit völlig anders und viel, viel schwieriger ist. Aber der Ruf, den Ruf nehmen Sie quasi mit. Also das heißt, die Abnehmer Ihrer Ratings, die glauben Ihnen eigentlich trotzdem auch in diesem neuen Bereich. Ja. Und deswegen haben wir eben dieses Phänomen, dass offensichtlich jedes Hüsteln der Ratingagenturen zu massiven Reaktionen auf den Finanzmärkten führt.